Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers hier zu einem Update für die Reihe Trading Setups für Swing Trader. Ich habe hier vergangenen Donnerstag relativ spät abends ein Setup hochgeladen für den Euro-Australischen Dollar, worüber ich jetzt mal kurz sprechen möchte und hier eben auch ein kleines Update dazu geben möchte. Vorab aber wie gewohnt der Risikohinweis, lest euch diesen bitte ganz wichtig durch. Generell arbeitet mit Stops, generell passt eure Positionsgröße an euer Konto an. All das, was ich hier sage, sind im Prinzip meine Ideen, meine Setups, die natürlich nie hinhauen müssen. Das kann genauso auch schief gehen oder eben natürlich auch gut gehen. Aber ganz wichtig, ihr müsst diese Ideen, wenn ihr sie denn auch vielleicht umsetzt, dann definitiv an euer Trading anpassen, an eure Herangehensweise anpassen. Und das ist alles hier, wie gesagt, kein Garant und sollte nicht als Empfehlung gewertet werden, auch wenn ich jetzt hier entsprechend das eine oder andere Update zu diesen Ideen gebe. Ganz wichtig zu beachten. Und dann kommen wir auf den Markt, kommen wir auf den Euro-Australischen Dollar. Und hier ist es ganz wichtig zu beachten. Ich klicke nochmal selbst kurz hier in die Wirtschaftsnachrichten heute Nacht bzw. morgen Nacht um 4.30 Uhr, also hier ja der morgige Tag schon, aber in unserer Nacht kommt hier von der Reserve Bank of Australia die Zinsentscheidung raus. Hier wird im Prinzip auch entschieden bzw. Kommt dann auch wahrscheinlich richtungsentscheidend hier der ein oder andere Kommentar zu der Zinspolitik von Australien, was natürlich den Euro-Australischen Dollar auch gravierend bewegen könnte. Ja, es kann sein, dass hier kaum Bewegung kommt, aber es kann auch sein, dass der Markt etwas volatiler Ausschläge von sich gibt und da ist es dann ganz wichtig, ich zeichne das mal ein, was hier natürlich dann passieren kann. Prinzipiell erstmal ungeachtet dessen, was jetzt hier mit unserer Position ist, da schauen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, aber es kann natürlich sein, dass wir hier dann eben wirklich stärkere Ausschläge irgendwie erstmal sehen, ja, und das natürlich dann für unsere Position gegebenenfalls nicht so gut ist. Es kann natürlich auch sein, dass der Markt direkt nach oben weiter marschiert in unsere Richtung, die wir ja da haben wollen, denn wir sind ja long in diesem Währungspaar und habe hier als Ziel ja auch den 61,80er Bereich, den ich hier für mich als Ziel erstmal markiert habe. Es kann natürlich sein, dass durch die Zinsentscheidung der Markt sauber hier in dem Trend weiterläuft, definitiv, aber es kann auch sein, dass der Markt eben nach unten wegbricht oder eben volatiler wird, dann eben auch nach hier unten kommt und wir haben hier unten nun mal einen Stop drin, den kann man auch nicht rausnehmen, um Gottes Willen. Also wir haben einen Stop, wir haben einen Einstieg und wir müssen uns jetzt überlegen, was machen wir mit der Position, um hier halbwegs glimpflich für eventuelle oder für Eventualitäten gewappnet zu sein. Und da müssen wir jetzt definitiv hier ein bisschen arbeiten. Ich möchte noch mal kurz vorstellen, was ich hier als Trading-Idee hatte. Moment. Also prinzipiell war der Euro-Australische Dollar aufwärts gerichtet. Wir hatten dann hier so eine Schiebezone und ich hatte dann vorgestellt, dass es interessant ist, hier den Ausbruch aus dieser Schiebezone auf der Long-Seite, also trendfolgend, dann zu handeln, entsprechend in den Zielbereich über 1,61. Das hatte ich eben schon gezeigt. Und ich habe dann hier für mich persönlich ein Limit reingelegt in den Markt. Moment, ich zeige das nochmal kurz. Also wir waren hier schon mit der Analyse knapp kurz vor dem grauen Bereich. Ich habe mich dann hier entschieden, 1,5790 als Limit reinzulegen. Das habe ich dann auch wirklich relativ gut bekommen. Also wir waren hier wirklich nicht nennenswerte Minus für diese Position. Das läuft nicht immer so, das muss man dazu sagen. Und ich hatte den Stop hier unten unter, Moment, nein, das stimmt nicht. Machen wir nochmal auf den Tageschart. Hatte den Stop hier unter dieser großen Tageskerze im Bereich 1,5690 bzw. 96. Also hatte hier knapp 100 Pips Risiko auf dieser Position, habe aber eben eine Chance von ungefähr 300 Pips, glaube ich, waren das hier auf der Aufwärtsseite. Also ein schönes, gesundes Chance-Risiko-Verhältnis. Der Markt lief auch erstmal wunderbar für einen und wir sind jetzt hier, wie gesagt, mit dem Einstieg 1,5790 Pi mal Daumen und haben aktuell den Stop noch bei 1,5750, also hier noch 40 Pips Risiko aktuell auf der Position. Prinzipiell, ungeachtet dessen, dass jetzt eben hier eine Zinsentscheidung für das Währungspaar, die da wichtig wird, ansteht, muss ich trotzdem oder würde ich trotzdem mit diesem Stop jetzt hier schon noch was machen, weil ich war schon mehr im positiven Bereich, als ich hier riskiert habe. Und somit ist es erstmal eine meiner Grundregeln, dass ich dann schon darüber nachdenke, meinen Stop in den Break-Even-Bereich zu ziehen, weil ich einfach schon das Risiko im Buchgewinn war und auch hier schon ein ganzes Stück weit drüber über meinem Risiko im Prinzip war und somit hier schon darüber zum einen nachdenke, eben den Stop auf Break-Even zu ziehen oder mir vielleicht sogar schon Gewinne abzusichern. Also das wäre jetzt prinzipiell sowieso der Kerngedanke. Problem allerdings an der ganzen Geschichte ist, wir haben einen Breakout gehandelt und Breakouts sind für Stop-Management immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt hier eben den Breakout.
Ja, und dann passiert ganz oft das hier, dass der Markt eben diesen Bereich ganz gerne nochmal testet. Und hier heißt es ja nicht, dass er exakt auf diesen Bereich kommt, wo der Ausbruch stattgefunden hat, sondern dass wir natürlich auch nochmal so ein Stück weit überpesen können, um dann die Kernrichtung weiter wieder aufzunehmen. Also das prinzipiell ja immer denkbar und natürlich auch im Nachhinein auch immer nochmal eine Möglichkeit, hier den Markt dann zu covern und zu kaufen. Also das ist auch immer ein Setup, was interessant ist, dieser Test dieses Ausbruchsniveaus, was allerdings für diesen Breakout-Einstieg bedeutet, dass ich dann hier, wenn ich meinen Stop auf Break-Even ziehe, relativ blöd gegebenenfalls aus dieser Position rausfliege. Aber ich war nun mal schon im Plus. Also ich habe hier immer diesen Zwiespalt, muss dann aber damit rechnen oder im Prinzip damit rechnen, dass der Markt eben hier hoffentlich eben nicht mehr so weit zurückkommt, sondern wenn er sich hier nochmal kurz nach unten bewegt, eben wirklich nicht ganz so schwach ist, um dann weiterzuziehen, um dann mich hier in dieser Position drin zu lassen. Ja, das ist immer das Problem, deswegen handle ich Breakouts nicht ganz so gerne. Und ich hatte eigentlich auch schon den Kerngedanken dieses Trades, allerdings konnte ich dieses Video dann erst relativ spät am Donnerstagabend aufnehmen. Am Tag waren wir hier noch weiter unten und ich wollte eigentlich schon viel, viel eher hier einsteigen, um diesen Ausbruch zu antizipieren. Aber habe dann hier eben auch fairerweise dann meinen Trade eben hier erst, bin ich erst eingegangen, wo ich dann auch das Video gemacht hatte, um dann hier eben das Ergebnis im Endeffekt nicht zu verfälschen. Aber eigentlich wollte ich hier schon ein bisschen eher einsteigen und dann hat man natürlich einen viel, viel komfortableren Einstieg und dann kann auch der Test hier dieses Ausbruchsniveaus einem eigentlich nichts mehr anhaben. Aber wir wollen ja über das Thema sprechen, was machen wir jetzt mit der Position? Und hier muss man jetzt meiner Meinung nach eben eiskalt sein, eben definitiv den Stop in den Break-Even-Bereich ziehen und man muss immer damit rechnen, dass wenn schnelle, starke Bewegungen dann hier auch noch in der Nacht, also wo eben generell dann auch viele, viele Märkte von der Liquidität her relativ dünn besiedelt sind, also wo nicht viele Marktteilnehmer aktiv sind, was da bedeutet, wenn der Markt hier auf einmal schnell wird, dass eben, wenn der Markt dann auch hier runter in unseren Stop-Bereich kommt, dass hier definitiv mit Slippage zu rechnen ist, also mit einer schlechteren Ausführung. Das ist ganz normal, wenn ich eben nur wenige Teilnehmer in entsprechenden Märkten habe, dass ich dann auch gegebenenfalls gerade bei schnellen Bewegungen eine schlechtere Ausführung bekomme. Somit muss ich dann hier auch schauen und da können wir eben gerne nochmal auf den Stundenchart gehen oder eben auch gerne mal auf den 5-Minuten-Chart, um hier eben dieses Justieren des Stops ein bisschen genauer zu machen. Und da schauen wir mal, wo wir aktuell liegen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, Einstieg 90, Stop liegt hier bei 94, 95. Das ist noch ein Hauch wenig. Also ich schaue jetzt hier schon, mal gucken, dass man den Stop gegebenenfalls hier wirklich dann. Ja, ich würde den jetzt hier. Ich lege ihn auf 25. Dann sichere ich mir 35 Pips ab. Das ist jetzt nicht wirklich charttechnisch sauber, weil wir haben jetzt hier nicht großartige Punkte. Auch wenn man jetzt hier weiter hochgeht, sieht man zwar dieses Hoch hier, ja, was vielleicht als kleine Unterstützung dienlich sein kann, aber prinzipiell ist jetzt der Stop charttechnisch nicht so sauber. Hier unten, wo wir den Einstieg haben, der Bereich wäre für den Stop nicht so schlecht. Kann man natürlich auch machen. Mein Gott, dann bekommt man ein bisschen Slippage um die Ohren, wenn das hier wirklich schief geht, aber vielleicht knallt der Markt sowieso nach oben weg und dann wäre ja erstmal alles im grünen Bereich. Ich persönlich sichere mir jetzt hier einfach für diese Überlegung ein paar Pips ab, weil meistens ist es so, wenn er hier hinkommt, dann kommt er auch hier hin. Ja, schaue hier einfach, was mit dieser Position passiert. Wer eben hier ein bisschen früher oder später eingestiegen ist, der weiß, dass hier eben dieser Punkt, wo ich jetzt persönlich hier eingestiegen bin, eigentlich nicht so ein schlechter Stopppunkt ist. Natürlich dieses Tief hier unten auch nicht so schlecht ist für einen Einstieg, was eben eigentlich mein primär angepeilter Einstieg war, den ich dann aufgrund des späteren Videos eben nicht bekommen habe, hier den Bereich hier unten. Ziehe, wie gesagt, den Stop hier nach und das wäre eben auch generell meine Herangehensweise. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir eben weiterlaufen, wenn wir eben hier neue Hochs ausbauen sollten, dann ziehe ich den Stop dann eben sukzessive nach und man kann jetzt auch, das mache ich jetzt persönlich nicht, aber man könnte jetzt auch hier oben natürlich einen Take Profit reinlegen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt hier so ein starker Ausschlag kommt, ja, aber es kann natürlich sein, dass wir in der Nacht auf einmal so stark werden, dass wir hier relativ zügig reinlaufen und dann, wenn wir wieder an den Rechner kommen, der Markt schon wieder hier unten ist, ja. Somit kann man natürlich hier auch mit einem Take Profit im Zielbereich arbeiten, da macht man jetzt auch nicht zwingend was verkehrt mit, würde das denn morgen am Tag wieder rausnehmen.
wenn man es da jetzt über Nacht reinlegt, weil ich denke, keiner von uns sitzt hier um 4.30 Uhr am Rechner und guckt sich den Euro-australischen Dollar an, gerade weil es eben eine Swing-Trading-Position ist, die dann auch mit kleineren Positionsgrößen umgesetzt wird und die jetzt hier das Ergebnis, jetzt das generelle Ergebnis des Tradings ja nicht gravierend positiv oder negativ belasten sollte oder eben positive oder negative Auswirkungen hat. Also in diesem Sinne, das ist das kurze Update zum Euro-Australischen Dollar. Bis zum nächsten Mal. Good Trades, euer Markus Klebe. Bye bye.